Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Mario Maker 2. Heute spielen wir einige Level aus der Community und das erste ist vom Future No. Dieser Mii, du bist ja genau denselben Weg wie ich gegangen. Mit diesen kleinen blöden Näschen-Dingern im Mund drin, habe ich auch so. Wie hast du deinen so pummelig hinbekommen? Ich will meinen auch so pummelig machen. Okay, der Mii ist schon mal sehr sympathisch, muss ich sagen. Okay, das ist eine gute Abschlussrate, das kann man ruhig mal spielen. 2 Minuten Weltrekord, das kann man ja vielleicht sogar den Weltrekord sich holen. In diesem Spiel finde ich, diesen Style finde ich das so kacke, dass man die Shells hier nicht mitnehmen kann. Das ist wirklich dieser Stil, den ich am wenigsten mag. Oder ist das der? Ist das der allererste Stil? Ich bin mir gerade nicht sicher. Das ist doch der Super Mario Bros. Stil, oder? Ich glaube schon. Der ist komisch, weil da hat man ganz wenig Sachen, Mechaniken, die man nutzen kann. Muss ich hier rein? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Da ist doch bestimmt ein Power-Up drin. Nee, doch nicht. Oh mein Gott, Feuer! Oh mein Gott, Feuer! Oh, da habe ich jetzt aber Angst. Oh Gott. Wir können natürlich auch ein bisschen rumtricksen eventuell. Braucht ich die Plattform? Eine Feuerblume. Oh, das ist ganz schlecht, wenn du mir eine Feuerblume gibst. Ich hoffe, ich brauche die Plattform nicht. Nicht, dass sie mir jetzt... Okay, warte mal. Plattform, bleib mal hier. Nee, okay, ich brauche sie nicht. Okay, dann ist ich finde die Plattform ein bisschen unnötig. Yeah. Und hüpf. Und wofür ist die Röhre da drüben? Einfach nur Style-Punkte, ja? So viele Power-Ups, bist du richtig nett in deinen Leveln. Ey, Checkpoint. Da oben ist doch bestimmt irgendwas. Ja, ich kann es mir nicht sagen. Da ist zwar kein Pfeil, aber hier... Da ist bestimmt irgendwas. Sonst könnte man da nicht hochjumpen. Ich glaube, da ist sogar eine Plattform oben links, oder? Come on, Mario. Mario, bitte spring da einmal bitte hoch. Bitte einmal ganz normal hochspringen. Hier ist... Also man kann hier stehen. Aber sonst ist hier leider gar nichts. Oh. Wieso hast du da eine Plattform hingemacht? Aber kein Secret. Guck, man kann nicht mal rutschen in diesem Stil. Dieser Stil ist so komisch. Ich weiß nicht, warum man sich für den entscheiden sollte. Oh, mir fehlt ein Schlüssel. Okay. Dann schauen wir mal. Vielleicht ist sie ja irgendwie... Nein, die braucht dich, ne? Obwohl, man kommt garantiert da auch irgendwie anders ran. Warte. So, wir machen das cool. Wir machen das nicht... Ach so, man kann die... hätte man die Shell nehmen können, dann... Oh. Okay. Dann hätte ich sie jetzt einfach oben hingeworfen und dann wäre cool. Wow, krasses Rätsel. Hallo, Kloxen. Oh, du hast ja ein richtig hübsches DX neben deinem Namen. Wo kommt das denn her? Ist ja heftig. Und wieso hast nur du das? Okay, das fühlt sich an wie ein kleiner Boss hier. Ich habe ein bisschen Angst. Oh nein, ein Geflügelter. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, der heißt Bum Bum. Heißt der Bum Bum? Die haben doch immer so Doppelnamen, oder? Es gibt Pom Pom, es gibt, glaube ich, Bum Bum. Das ist der hier. Und wieso hat er übrigens keine Arme? Der hat einfach seine Arme ausgetauscht für Flügel, der arme Kerl. Leute, würdet ihr eure Arme auch austauschen? Für ein paar Flügel? Also ich schon. Fände ich schon ganz nett, würde ich sagen. Wenn man so ein bisschen... Oh, ja, so viel Geld! Oh, yum, 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 yum. Ich finde diesen Stil voll cool, wenn die vorne alle jubeln. Das ist so ein bisschen Mario... Paper Mario-mäßig. Kommen die eigentlich immer wieder? Nee. Schade. Hier, das ist das Ziel! Man kommt sogar ganz nach oben! Das finde ich auch immer wichtig, wenn man in sein Level einbaut, dass man ganz oben rankommt ans Ziel. Ja, schönes Level. Einfach, aber trotzdem schön. Nicht wirklich herausfordernd, weil selbst dieses eine Rätsel da mit dem Shell, ja, musste halt einmal das Ding treffen und dann war easy. Ja doch, hat mir gefallen. Außer, dass der Stil halt dieser Super Mario Bros. Stil war, der mir nicht so gut gefällt. So, was machen wir jetzt? Level suchen. Hallo, Kero. Kero, du hast doch auch Level, oder nicht? Hast du noch mehr außer das eine? Bin mir gerade nicht sicher. Das eine habe ich ja von dir schon gespielt. Das können wir aber auch gerne nochmal zeigen. Keronia. Richtig. Habe ich auch schon mal geschafft? Mal gucken, ob ich es nochmal schaffe. Das ist nämlich relativ hardcore, dein scheiß Level da. Und in diesem Kack hier, in diesem Kack-Hero-Level, muss man gleich am Anfang einen fucking Shell-Jump machen. Ab und zu kriege ich den mal hin, aber eher weniger gut. Aber hier kann man gut den Shell-Jump am Anfang auf jeden Fall lernen. Also wenn man Shell-Jumps lernen möchte, dann ist dieses Level richtig geil. Ich raff halt noch nicht so richtig, weil man einfach loslassen muss, aber... Irgendwann... Hä? Ohne Witz, vor 3 Tagen ging das eigentlich recht gut. Nee. Man muss relativ früh loslassen und dann muss man halt... irgendwie gegen den scheiß Panzer wieder gegenkommen, um hochzuhüpfen. Mann, ey. Probiert's.
Eigentlich ist das einfacher, wenn man weiß, wo die Münze war. Die war hier irgendwo, ne? Weil das ist schon irgendwie ein Tipp, auf jeden Fall. Mann, ich lasse den aber zu früh los. Der Trick ist halt, man muss den relativ... Ja, genau so. Man muss ihn relativ weit oben loslassen. Und man denkt jetzt, man kommt da in diese Flagge rein. Aber nope, man kommt einfach ganz woanders raus. Man muss jetzt hier den ganzen Scheiß noch machen. Damit man zum Checkpoint kommt. So, aber dieser Shell-Jump ist eigentlich das Assigste. Beziehungsweise nein, das hier ist das Assigste. Dieser On-Off-Knopf hier, der hat mich so viel Zeit gekostet, weil... Mann! Weil ich ihn erstens nie treffe und wenn ich ihn dann mal treffe, dann komme ich nicht auf die zweite Plattform rauf. Und dann muss man hier immer wieder diesen Kack-Shell-Jump machen. Das ist so dumm. Aber du bist hier wenigstens ganz nett gewesen, dass man den Shell-Jump nicht so weit oben machen muss, sondern man muss nur knapp über dem Boden mit dem Shell-Jump sein, dass man überhaupt hochkommt. So. Die Mütze ist nicht ohne Grund. Aber so richtig helfen tut sie auch nicht, weil man weiß dann trotzdem nicht, wann genau man den Shell loslassen soll. So, mal gucken. Der hier ist super dumm. Genau deswegen hättest du diesen On-Off-Block nicht einen Block weiter links hinsetzen können, dann wäre das so viel einfacher für mich. Aber hier am Anfang warst du auch nett. Wenn man nämlich die On-Off-Knöpfe dann nicht kriegt, dann macht der Thromp das für einen. Und wenn man sie bekommt, dann geht das Thromp kaputt. Also da muss ich sagen, gutes Level-Design vom Kero. So. Hui, hui, hui. Yeah, zu weit. Ich liebe dieses Level. Es ist so geil, dieses Level. Mann, diese Mütze hilft überhaupt gar nicht. Hilft so ungefähr 0. Also Kero, wenn ich dein Level bewerten müsste, Grafikstil 10 von 10, Musik auch richtig geil, aber so vom Spielstil nur eine 2. So. An sich, man muss hier relativ weit von rechts abspringen, weil dann kriegt man das, glaube ich, ganz gut hin. So, und hier einfach von rechts. Ja! Was war hier oben? Nein! Was? 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 Ah! Oh, danke. Wieso ist da ein Thromp, der irgendwas macht? Was ist das denn? Oh mein Gott, ich... Danke! So, ab hier ist eigentlich einfach. Hui, hui, ein P-Switch-Jump. Richtig geil. Und jetzt muss man hier ganz lange warten. Ein Glück hat er hier so einen richtig tollen Block gemacht und der einen immer wieder lobt, dass man hier rumspringt. Das freut mich richtig doll. Ja, ich bin der Beste. Oh, okay. Okay. So, und ab hier eigentlich super easy. Man muss einfach nur laufen. Dann da so lang. Das war zu hoch. Und dann noch. Oh. Ui, nein! Okay, nochmal. Man muss das halt in einem Rutsch schaffen, weil man mit dieser komischen... Ach, come on! Kann es komplett durchspinnen. Ach stimmt, man fällt ja irgendwann wieder runter. Das macht Sinn. Dann mache ich das. Ah ja, Tatsache. Danke, Keno, für diesen Tipp. Und hier bin ich zumindest bisher noch nie verkackt. Ja. Schöne Sache, wieder Münzis. Und jetzt kommt nur noch... Kommt noch irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Kam noch ein Boss? Hattest du noch... Oh, nee. Wow, wow. Okay. Ja. Doch, sehr schönes Level, muss ich sagen. Ging diesmal auch relativ schnell. Wir können ja mal ein Manu-Level spielen. Die machen ja immer so viel Spaß, nicht wahr? Na gut, ich wollte aber nochmal am Ende bei der Galumba Slide Party nachgucken. Da haben nämlich einige geschrieben, dass man anscheinend, wenn man alle 4 Münzen hat, irgendwie ganz am Ende auf der linken Seite noch irgendwas sehen kann. Da, 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 da. Beste Musik aller Zeiten, ich mag sie so gerne, weil die ist toll. Das Level ist ohne Witz so witzig. Ich weiß, man kann das viel schneller machen. Aber mir geht es gerade nur darum, die Münzen einzusammeln. Die Musik ist toll, man slidet die ganze Zeit rum, es funktioniert alles so super toll. Ist so ein Mini-Speedrun, aber halt in leicht. Zack, zack, zack. Hallo Schnee, wie geht's? So, jetzt nicht ins Ziel, sondern in die Tür rein. Und jetzt müssen wir uns hier festhalten, den P-Switch irgendwie mitnehmen, genau. Wie aktiviert man den, by the way? Kann man den von hier drin irgendwie aktivieren? Oder ich muss den da hochwerfen, ne? Nein! Oh, P-Switch! Ist der wieder da, wenn man hier reingeht? Ja, okay. Ich
glaube aber, man muss den einfach nur da oben hinwerfen und dann ist alles cool. Mann! Aber so ist das doch geplant, oder nicht? Und das meint halt, ja, da sind halt Münzen. Dann kann man locker irgendwie da links rüber und dann wird da irgendwas sein. Ich will zumindest sehen, was da ist. Ach, come on, ey. Ich krieg das nicht hin. Der schwerste Part des Levels hier. Ich glaube wirklich, man muss hier hochhüpfen. Nein! Ja, nein, nein, wieso gehst du raus, Mario? Nein, ich habe nach oben gedrückt. Oh Mann, da hatte ich es einmal und dann verkacke ich es trotzdem. Oh, ups. Das war doch relativ häufig... Nemin, warte, bis das Ding da oben ist. Hüpf hoch! Okay. Ist... Och Mann, ey, wieso gehe ich denn immer in die Tür rein, wenn ich das schaffe? Mann, schwerer als Dark Souls hier, ohne Witz. Das hier ist das wahre Kaizo Mario. Den P-Switch da nach oben zu bringen. Ich bekomm's ohne Witz nicht hin. Den P-Switch in der Hand hoch. Warte, das geht? Ah, meinst du? Ach, man kann einfach hochhüpfen, oder was? Ja, lol. Danke, Josh. Okay, ich hoffe, das ist nicht so krass getimed, dass man hier so gar keine Zeit hat. Ey, die P-Switch-Tür. Und ich hoffe, man kann ja auch nicht sterben. Was haben wir denn hier? Ein Herzchen. Oh, der Manu ist ja ein ganz süßer. Okay, mehr ist das nicht. Man kriegt ein Herzchen. Okay, das ist süß. Doch, dafür hat sich das gelohnt. Für ein Herzchen? Hallo? Mehr Liebe für die Welt. Jetzt kann man das ganze Level nochmal machen, weil das so ein schönes Level ist. Das ist eine sehr schöne Idee. Muss man einfach so sagen. Und da oben ist noch eine Tür. Leute, da oben ist noch eine Tür. Aha. Ich gucke mir das Level jetzt ganz genau an. 50 Münzen hier. Und die GLP-Maske. Die habe ich am Anfang nicht erkannt, dass das GLPs Maske sein soll. Ich dachte mir, hä, was ist das für ein Blockding? Okay. Ah, okay, jetzt ist man hier rechts. Okay, damit habe ich aber, glaube ich, alle Secrets gefunden, oder? Aber das Level ist richtig schön. Gefällt mir sehr gut.